Yo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen. Bis vor kurzem war es relativ ruhig, was uns in Warzone Update-mäßig geboten wurde. Jetzt hat sich einiges getan. Es gibt offiziell neue Informationen zur neuen Resurgence-Karte. Genau, die schauen wir uns heute mal an. Möchtest du zukünftig so etwas nicht verpassen, lass mir doch gerne den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal und schon bist du immer auf dem aktuellsten Stand rund um Warzone 2. Ishika Island, das ist das Stichwort. Die neue Karte, die wir hier im Hintergrund gerade sehen, feiert den Release am 15. Februar. Richtig, am 15. Februar mit dem Start der Season 2 erscheint eine brandneue Karte, die nur für den Resurgence-Modus produziert wurde. Resurgence, der Modus Wiedereinstieg, den wir zum Beispiel aus Fortune's Keep oder aus Rebirth Island kennen. Bei der Entwicklung dieser Karte wird wahrscheinlich im Fokus hauptsächlich der Wiedereinstiegsmodus gestanden haben in Verbindung mit der damaligen Rebirth Island Karte, aber um mich vielleicht vorher nochmal ein bisschen zu korrigieren, wird es diese Karte auch ebenso im Modus DMZ geben. Klingt auch relativ logisch, man hat eine neue Karte entwickelt, die geschickt mit einem relativ neuen und sehr beliebten Modus DMZ in Verbindung gebracht wird, was gleichzeitig natürlich alle Wiedereinstiegsspieler freut und andererseits auch die, die sich aktuell in DMZ verliebt haben. Wir haben ein paar Bilder hier zur Verfügung, die wir der Reihe nach durchgehen werden, um mal zu schauen, was uns ab dem 15. Februar so erwarten wird. So sieht die Karte von oben aus und dem einen oder anderen wird es auffallen, auf dem ersten Blick hat sie doch schon wenig Ähnlichkeit mit Fortune's Keep. Und das Ganze ist tatsächlich kein Zufall, denn auch hinter dieser Karte steckte das Entwicklerteam, was auch damals an der zweiten Wiedereinstiegskarte gesessen hat, nämlich die sehr gut angekommene und beliebte Karte Fortune's Keep. Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich so rein aus dem Bauch raus sagen würde, dass Rebirth Island beliebter war als Fortune's Keep, aber dafür, dass Fortune's Keep ein Nachfolger war, ist sie echt sehr, sehr gut angekommen und mit der Vermutung des gleichen Entwicklerteams würde ich auch sagen, dass in diesem Fall diese Karte ein wenig größer sein wird als Rebirth Island, wie es damals schon bei Fortune's Keep der Fall war. Sieht man die Karte nur so von oben, kann man schon so vermuten, dass es sehr viele Gebiete gibt, mit Deckung, teilweise auch ein bisschen Open Field und relativ mittig der Point of Interest mit einer Burg und ein paar angrenzenden Häusern. Ansonsten sehen wir auf der Karte noch einen Hafen, das ein oder andere Schiffswrack, die Residenz, wie gesagt, mittig die Burg, Farms, ein Stadtzentrum und den Beach Club. Rein von der Optik her sieht es im Norden relativ ruhig aus. Man hat nur einen Strand und wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, sieht man den Eingang zu einem unterirdischen Tunnelsystem. Südlich der Karte, eher gesagt vom Town Center bis hin zum Beach Club, sieht es sehr dicht bebaut aus, was höchstwahrscheinlich dazu führen wird, dass sehr viele Gunfights gerade in diesen Gebieten stattfinden werden. Die Burg, die sich relativ mittig befindet, ist uns auch nicht völlig fremd, denn genau dieses Kartengebiet ist angelehnt an die Castle Map von World at War. Um genau zu sein, ist es sogar die überarbeitete Version, die wir damals schon in Venga zur Verfügung hatten. Also, auch wenn wir jetzt hier nur einen kleinen Kartenabschnitt sehen, wird es dort auf jeden Fall ziemlich viel Ähnlichkeit geben. So viel gibt es erstmal zur neuen Karte. Ich hoffe, euch hat sie genauso gut gefallen wie mir. Ich bin auf jeden Fall ziemlich heiß, endlich dort reinzuspringen, die ersten Kills zu sammeln und hoffentlich dann auch mit offiziellen Statistiken. Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.